Hallo ihr Lieben, heute kochen wir. Beim Kochen verwendet man allerhand gefährliche Gegenstände, wie scharfe Messer, heiße Pfannen oder Töpfe. Bitte versucht nicht, ohne Erwachsene selbst zu kochen, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr euch verletzt. Heiß, heiß, heiß! Denkt bitte auch daran, dass Playmobil Spielzeug ist und nicht hitzebeständig. Auf keinen Fall darf Playmobil in der Nähe von hohen Temperaturen stehen. Heute führt mich meine Reise an einen besonders aufregenden Ort. Das geheime Hauptquartier der gefürchteten Burnham Raiders. Ha! Da bist du ja endlich, Blechmann. Wir haben den ganzen Tag schon Vorbereitungen getroffen. Für einen so hervorragend gepanzerten Ritter wie dich haben wir eine besondere Überraschung. Also, eigentlich bin ich kein Ritter, sondern vielmehr eine künstliche Intelligenz. Das heißt, dass ich aus Platinen und Schaltkreisen... Ach, ist ja auch egal. Was gibt es denn Gutes? Haha, eine echte Burnham-Leibspeise. Knusprige Hähnchenkeulen mit feurigen Möhrenpommes und glühendem Lavareis. Oh, super! Ja. Oh, lecker! Feurig! Und anschließend feinster Joghurt mit Früchten, verfeinert mit meiner unnachahmbaren Zuckerschleuselbombe! Na, dann wollen wir doch mal sehen, was wir für unser Feuerhähnchen so alles brauchen. Für 4 Personen brauchen wir 8 Hähnchenkeulen, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Honig, Salz, Pfeffer, einen halben Teelöffel edelsüße Paprika, 3 Esslöffel Sesamsaat, 500 Gramm Möhren, Zucker, 1 bis 2 Beutel Kochbeutelreis, 5 Stiele Petersilie, 6 Halme Schnittlauch, 150 Gramm Schmand, 2 Esslöffel Milch, 1 Teelöffel Apfelessig und Tomatenmark. Ja, dann kann es ja losgehen. Das wollen wir uns doch einmal genauer ansehen. Vor dem Kochen ist es zunächst wichtig, sich ausgiebig die Hände zu waschen. Oh, Menno! Ach Mann, meine Grütze! Zunächst verrühren wir 2 Esslöffel Öl, Honig, etwas Salz, Pfeffer und einen halben Löffel Paprika in einer Schüssel. Hiernach waschen wir die Hähnchenkeule und tupfen sie vorsichtig mit einem Tuch trocken. Ist die Keule trocken, legen wir sie in die gerade vorbereitete Schüssel. Jetzt könnt ihr die Keule ausgiebig mit der Ölmischung vermengen. Achtet darauf, dass ihr jeden Winkel der Keule gut mit der Mischung einreibt. Das ist wichtig, dass die Keule auch genug Geschmack bekommt. Und dann kommt die Streuselbombe! Nein! Ach, ist doch noch viel zu früh! Also egal ob mit oder ohne Streusel. Um die Keulen erst genießbar zu machen und so richtig knusprig, gebt ihr sie in den Backofen und lasst sie dort bei einer Temperatur von 200 Grad ca. 40 Minuten bei Unter- und Oberhitze. Während die Feuerkeulen im Ofen vor sich hinbacken, können wir schon einmal die Beilagen zubereiten. Für die feurigen Möhrenpommes waschen und schneiden wir zunächst die Möhren. Sind die Möhren geschnitten, erhitzen wir einen Esslöffel Öl in einem Topf und dünsten die geschnittenen Möhren darin für ca. 2 Minuten. Sind die Möhren gedünstet, müsst ihr jetzt nur noch rund 100 ml Wasser mit in den Topf geben. Dazu kommen eine Prise Salz und Pfeffer. Und die Streuselbombe! Nein! Noch nicht! Schade! Wenn ihr das Wasser hinzugegeben habt, müsst ihr nur noch 5 bis 7 Minuten warten und schon sind eure Möhrenpommes fertig. Jetzt fehlt nur noch der glühende Lavareis und ein frischer Kräuterdip. Für den Lavareis müssen wir zunächst einmal Wasser zum Kochen bringen. Und dann die Streuselbombe? Nein! Na gut. Kocht das Wasser, gebt den Reis dazu und lasst ihn für 10 Minuten kochen. Für einen waschechten Lavareis geben wir jetzt noch das Tomatenmark dazu und vermengen es. Auch der frische Dip ist kinderleicht angerichtet. Hierfür wascht ihr zunächst die Kräuter und hackt sie klein. So ein großes Schwert. Da muss man selbst als Raider sehr vorsichtig sein, dass kein Unheil passiert. Sind die Kräuter geschnitten, rührt ihr sie mit der Milch und dem Schmand zusammen und schmeckt alles mit Essig, Salz, Pfeffer, Paprika und einer Prise Zucker ab. Als letzten Schritt rösten wir jetzt noch den Sesam. Hierfür brauchen wir nur eine Pfanne. Öl ist nicht mehr notwendig. Ist der Sesam goldbraun geröstet, lassen wir ihn abkühlen und geben ihn zu den Möhrenpommes. Fertig ist unser Hauptgang. Jetzt können wir je 2 Hähnchenkeulen mit Reis und Möhren auf einem Teller anrichten und den Dip dazu reichen. Doch für ein echtes Festmahl fehlt noch etwas. Genau,
Der Nachtisch. Der ist aber auch sehr schnell gezaubert. Hierzu nehmen wir Magerquark und vermengen ihn mit ein bisschen Honig und Vanillezucker. Bitte gerne. Schon ganz schön köstlich. Aber unser Joghurt könnte noch ein bisschen Frucht vertragen. Ha, kein Problem. Da können wir helfen. Raider, aktiviert das Fruchtkatapult. Fast fertig. Fehlt nur noch der letzte Schliff. Zeit für die Streuselbombe. Die Streuselbombe. Streusel? Wo? Wo? Die Streuselbombe! Und was passiert jetzt? Jetzt knallt's gleich! Deckung! Streuselbombe! Klasse! Ja! Super! Puh, wer räumt denn das alles wieder auf? Aber ich bin sicher, dass ihr zu Hause beim Nachkochen ungestört eure Hähnchenkeule nach Art der Burnham Raiders genießen könnt. Bis bald, Kinder! Zuckerstreuselbombe!